Wir haben ja in den letzten Tagen schon mehrmals im Biesental demonstriert, am Biesenthaler Bahnhof, mit vielen Biesenthalern und Biesenthalerinnen, die direkt betroffen davon sind, die jeden Tag 35 Minuten länger im Zug sitzen, weil man genau mal umsteigen muss. Und diese Möglichkeit soll es dann ab Dezember auch nicht mehr geben. Dabei dauert die Fahrzeit von Biesenthal zum Hauptbahnhof, zum Berliner Hauptbahnhof als wichtigen Umsteigeknotenpunkt, dauert nur 27 Minuten. Wir im Biesental, wir haben Bahnhof vor der Tür, wir haben Busse vor der Tür. Warum dieser Bahnhof jetzt mit einem Zug nicht in 27 Minuten die Biesenthaler zum Hauptbahnhof versorgt, ist nach meiner Meinung unverständlich. Ich halte es für sehr wichtig, dass die Züge hier regelmäßig halten, damit auch Arbeiter um 6 Uhr zur Arbeit fahren können in die Stadt oder hier Leute rauskommen können. Außerdem ist es entscheidend für langfristige Attraktivität von einem Wohn- und Arbeitsort, dass regelmäßige Zugverbindungen da sind. Und alle Stunde finde ich schon selten und alle halbe Stunde wäre eher wünschenswert. Zur Arbeit muss ich auch nach Neukölln und das ist ja die beste Verbindung eben mit dem Regio bis Südkreuz und dann mit der S-Bahn kurz den Ring rum. Das ist das Schnellste. Über Lichtenberg, Ostkreuz dauert ewig. Aber ich weiß zumindest von Ihrem Anliegen. Und die Gemeindevertretung hat sich ja mit Sicherheit auch eingebracht. Genau. Ja? Der Bürgermeister von Bernau hat sich auch ausgesprochen, dass der Biesenthaler auf jeden Fall halten soll, weil die Parkplatzsituation in Bernau so eine Katastrophe ist. Und wenn die Biesenthaler jetzt noch mehr quasi mit dem Auto nach Bernau fahren, da die Parkplätze zu stellen, hat der das Problem. Der Landrat von Barnim sagt, ja, unbedingt halten lassen. Die Einzige, die sich bisher querstellen, ist der VBB. Wir hatten den Eindruck, der VBB und das Ministerium sollte sich da vielleicht mal mehr einmischen, hatten wir bisher gedacht. Okay. Ich nehme das erstmal entgegen, ich mache das nie, dass ich bei so einer Demonstration Dinge zusage. Ne? In der nächsten Woche werden wir eine Petition veröffentlichen, die unser Anliegen nochmal deutlich macht und damit muss sich dann der Verkehrsausschuss im Landtag beschäftigen. Wir hoffen natürlich sehr, dass irgendwann der Damm gebrochen ist und man versteht, dass Biesenthal nicht abgehängt werden darf.